Der Krieg gegen die Hamas werde noch mehrere Monate dauern, so der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant. Zu lange nach Ansicht der USA. Sie haben Israel aufgefordert, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, müsse sich aber darauf konzentrieren, das Leben von Zivilisten zu retten. Sinwar did the right thing and just laid down his arms and surrendered and gave the hostages back. That doesn't look likely right now. This war that Hamas started. And Israel has a right and responsibility to continue to conduct this war to protect their people and to protect their nation. Hilfsorganisationen sagen, dass 90% der Menschen im Gazastreifen nicht genug zu essen haben. Wegen Chaos und ständigen Bombardierungen können die Organisationen nicht genug tun. Das Welternährungsprogramm drängt darauf, mehr Zugänge für Hilfsgüter in den Gazastreifen zu öffnen. The humanitarian operation is really on the brink of collapse. And it's just not possible to deliver in an orderly fashion under these conditions. What we really need is to step up the volumes, and for that we need more crossings. Trotz Aussagen der israelischen Streitkräfte, Hamas-Kämpfer würden überall kapitulieren, gehen die Kämpfe in vielen Gebieten des Gazastreifens unvermindert weiter.